Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem anderen Puch Maxi Video. Und für die von euch, die sich ein bisschen mit den Events in letzter Zeit auseinandergesetzt haben, wissen, dass der Ötztaler Moped Marathon vor der Haustür steht. Und das ist eine Menge zu tun. Das ist ein großes Event mit einer langen, langen Ausfahrt. Und die Fahrzeuge müssen perfekt funktionieren, damit sie die Ausfahrt auch mitmachen. Zumindest reibungslos. Mit was ich jetzt auf jeden Fall mitfahren werde, ist die Jägermeister. Natürlich mein absoluter Liebling, mein Moped, das ich am längsten habe. Und das Moped braucht dann noch ein bisschen Vorbereitungsarbeiten für den Ötztaler Moped Marathon. Schauen wir uns einmal an, was noch zum Erledigen ist bei der Jägermeister. Ich habe eine relativ nette Kiste hinten drauf gegeben, weil ich relativ viel Equipment mit mir mitschleppen werde, damit ich das auch ein bisschen filmisch für euch festhalten kann. Und diese Kiste ist zwar toll, aber sie muss unbedingt lackiert werden, weil sie schaut furchtbar aus vom Lack her. Das heißt, ich werde die noch einmal runternehmen und frisch lackieren. Das nächste Problem, was die Jägermeister hat, ist der Motor. Es ist ein originaler P2M2M drinnen und viele von euch kennen diesen Motor sicher, wenn ihr das Old Start Cold Start von der Custom Maxi gesehen habt. Das ist auch schon ewig her, Folge 1 oder 2 von Old Start Cold Start. Und der Motor hat immer schon das Problem gehabt, dass das Getriebe geheult hat. Aber in letzter Zeit ist es einfach irrlaut geworden. Man würde sich schon gerne einen Gehörschutz aufsetzen, wenn man damit fährt, weil jedes Mal, wenn das Getriebe unter Drehmoment kommt, also wenn der Motor Kraft bekommt, fängt es irrsinnig an zu heulen und ich weiß nicht wieso. Es ist in letzter Zeit auch ein bisschen metallisches Knirschen dazu gekommen und jetzt ist für mich der Punkt da, wo ich sage, das muss raus, bevor der Motor sich irgendwie selber zu verletzen beginnt und wir müssen uns einfach einmal anschauen, was das ist. Aber hier mal das Geräusch, damit ihr euch vielleicht eure Eindrücke machen könnt, woran das liegen könnte. Also ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, dass man das auf jeden Fall anschauen sollte und so nicht weiterfährt, geschweige denn damit auf den Ötztaler Moped Marathon fährt. Eine andere Sache, die ich beim Motor gerne noch verändern würde, wenn ich die Zeit dafür finde, ist, dass ich einmal einen Vierganggang drauf gebe, einen geplanten Vierganggang, weil der Super Maxi Kopf, wie ich euch in den letzten Videos ja schon gezeigt habe, ist ein Kopf, der sehr wenig Verdichtung hat und auch für einen Cut-Auspuff hergerichtet ist, nicht für einen Fuego Cross oder Techno Boss. Aber fürs erste Mal Substanz vom Motor schauen wir uns an, wo das Geräusch herkommt. Also die P2M2M Motoren sind alle eigentlich noch ungeöffnet, die ich habe, bis auf den 74er. Und dieser Motor hat eigentlich auch nie Probleme gemacht, bis auf das Geräusch. Und er hat wirklich viele Kilometer mit dem 65er Polini runter, also kann ich verstehen, dass einmal irgendein Problem auftritt. Aber ansonsten wirklich robuster Motor. Und warum ich den Deckel hier jetzt runternehme, ich habe übrigens den Fußraster hier weggemacht, dass ihr ein bisschen was sehen könnt auch. Der Grund, warum ich den Deckel hier runternehme, ist meine Hoffnung, dass es irgendwie am Primärantrieb liegen könnte, dass die Kupferbüchse defekt ist oder das Stützlager von der Vorgelegewelle, irgend sowas, dass ich nicht den kompletten Motor zerreißen muss. Aber die Schrauben haben schon einmal sehr gut ausgeschaut und das, was mich noch glücklicher macht, ist, dass die Ölstandskontrollschraube absolut abgenudelt war. Das heißt, bei dem Motor ist oft der Ölstand kontrolliert worden, deswegen wundert es mich ehrlich gesagt auch, dass er irgendein Problem hat. Irgendwann muss es ja mal anfangen, der Motor ist sehr alt und ist jetzt auch lange, lange mit doppelter oder dreifacher Leistung gelaufen. Relativ frisches Öl ist eigentlich drinnen. Ich habe das Öl erst vor ein paar Wochen gewechselt bei dem Motor. Ja, da ist er. Ah, und hier sehen wir ein klassisches Kavaliersdelikt. Wenn wir unten schauen, das ist ein Ölstutzen, bei dem der Henkel oben abgerissen ist und die Leute drücken ihn dann immer rein. Er landet meistens hier unten und es passiert nichts, aber es kann euch auch passieren, dass er zermahlen wird und das Öl aufschäumt. Also ich würde ihn nicht durchdrücken, ich würde immer eine Schraube reindrehen und ihn dann rausziehen mit der Schraube. Kupplungskorb hat keine Riefen drinnen. Dieser Motor ist generell in einem sehr guten Zustand, er hat noch relativ viel Kompression. Ich sehe jetzt mal hier auf dem Primärantrieb nichts, was mir irgendwie auffällig vorkommt. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Keine Verfärbung auf den Druckplatten von der Kupplung und auf den Lamellen ist auch noch genug Belag drauf. Das die können wir auf jeden Fall einmal behalten. Normalerweise sagt man, wenn man bei einer Kupplung schon dabei ist, dann tauscht man sie auch aus.
Das Problem bei dieser Kupplung ist, die originalen Puch-Kupplungen sind sehr, sehr gut und das, was es im Nachbau gibt, ist nicht ansatzweise an der Qualität dran. Also die Nachbaulamellen sind nicht ansatzweise an der Qualität von den Originalen dran. Das heißt, wenn sie noch gut sind, lasse ich sie für gewöhnlich drauf, weil die Originalen einfach viel länger halten, wenn sie noch gut sind, als irgendwelche Nachbaulamellen. Und wie ihr sehen könnt, das dreht sich alles relativ frei und ich habe hier auch gar kein Spiel auf meinem Kupplungskorb und auch unsere Büchse ist zwar nicht neu, aber auch nicht irgendwie verfärbt oder irgendwie beschädigt. Also hieran liegt es definitiv nicht. Das bedeutet auch, dass wir den kompletten Motor auseinandernehmen müssen. Das heißt, ich werde hier jetzt mal die drei Schrauben lösen, den Handschalterzug aushängen und den Vergaser demontieren und dann schauen wir uns den Motor mal auf der Werkbank an. Okay, also wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt mal den Kupplungskorb heraus und den Motor aufgespannt. Die Simmerringe schauen noch relativ gut aus, sehr flexibel, sehr weich, nicht ausgetrocknet. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass unser Problem wirklich hier auf dem Hauptantrieb liegt, weil ich höre es schon rauschen. Also ich habe jetzt einmal den Nebenantrieb komplett ausgebaut und es schaut nicht so schlecht aus. Wir haben kein Spiel auf der Welle hier, zumindest kein Spiel, was mir Sorgen machen würde. Ich habe allerdings etwas anderes gefunden, was beim Z50 auf jeden Fall nicht so sein sollte. Und das ist hier hinten bei der Hauptwelle. Und zwar, wenn wir die Hauptwelle uns anschauen, sehen wir, dass zwischen den Wälzlagern Spiel ist. Und was das normalerweise bedeutet, ist, dass die Wälzlager eingelaufen sind. Das ist alles natürlich Mutmaßung. Um das zu bestätigen, müssen wir den ganzen Block noch zerlegen. Das heißt, wir werden ihn jetzt spalten. So, und wie es für den Z50 gewöhnlich ist, bröselt hier gleich einmal alles an Getriebe raus, was es nur so gibt. Also ich habe jetzt mir den Motor reichlich angeschaut. Ich habe mir alle von den kleinen Lagerwalzen hier drinnen angeschaut. Man sieht normalerweise relativ eindeutig, wenn die defekt sind. Ich habe mir hier auch die Vorgelegewelle und die Hauptwelle angeschaut. Natürlich sind hier viele gelagerte Stellen drauf, die so ein Geräusch verursachen könnten. Allerdings sind weder die Flanken irgendwie ausgefranst, noch sind hier die Lagerflächen so verschlissen oder irgendwie verfärbt und weisen Hitze auf, dass ich sagen könnte, hier liegt das Problem. Ein weiterer Punkt für dieses Geräusch, wo es herkommen könnte, wären die Lagerschalen im Motor. Wenn man hier reinschaut, hier sind in das Aluminium natürlich Lagerschalen eingesetzt, wo diese Wälzlager drinnen laufen. Wenn jetzt allerdings diese Lagerschalen verschlissen wären, würden sie nicht eine perfekt glänzende und ebenfarbige Oberfläche haben. Sonst würden sie solche Geräusche einfach nicht machen. Das Einzige, was mir jetzt noch irgendwie einfällt, ist dieses Lager für die Vorgelegewelle. Das hört sich jetzt nicht furchtbar an, aber auch nicht neu. Ich habe definitiv schon Z50 Motoren gehabt oder Vierganggang-Motoren mit Stützlagern, die schlechter beieinander waren und die sich nicht so furchtbar von außen angehört haben wie das hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Natürlich, was auch noch sein könnte, Kurbelwelle. Und zwar unsere L17 Lager. Wir werden diese L17 Lager natürlich austauschen, weil wir den Motor jetzt schon auseinander haben. Aber an diesen L17 Lagern würde man auch sehen, dass sich die Lagerkugeln zu einem Grau anstatt einem Chrom verfärben. Also alles in allem muss ich sagen, dieser Motor hält für den P2M2M den Namen ab, weil dieser Motor in einem sehr guten Zustand ist, obwohl er über die letzten Monate bei mir ziemlich viel einstecken musste. Wir werden dem Motor jetzt ein paar Gefallen tun, weil wir ihn schon auseinander haben, deswegen werden wir das auch gleich machen. Und zwar sind die Sachen, die ich mit diesem Motor gerne machen würde, Nummer 1. Ich würde gerne dieses Stützlager für die Vorgelegewelle austauschen, weil es für mich ein Verdachtspunkt ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das unser Problem sein wird. Natürlich neue Dichtungen, sowohl Motorhälften, Fußdichtung als auch Zylinderkopfdichtung. Und ich möchte hier drinnen auch im vorderen Kurbelbereich etwas machen, nämlich die Simmerringe austauschen. Hier haben wir nämlich nur einen einlippigen Simmerring und unser Kolben, wenn wir uns den anschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles Zweitaktgemischöl ist. Es ist ein bisschen zu schmierig für Zweitaktgemischöl und meinen Geschmack. Deswegen würde ich auch gerne den Simmerring zum Getriebe austauschen, weil sie eventuell ein bisschen Getriebeöl saugt über diesen alten einlippigen Simmerring
und die L17 Lager tauschen wir natürlich auch aus. Die Walzen tausche ich nicht aus, weil ich sagen kann, dass der Zustand von denen so gut ist von der Farbe her und auch die Oberfläche von den Schalen hier drinnen so gut ist, dass man die nicht tauschen braucht. Abgesehen davon sind diese Dinger hundsteuer. Also werden wir den Motor jetzt einmal reinigen. Er ist ja schon komplett zerlegt, aber er braucht einmal eine gute Wäsche, weil er ist nicht wirklich sauber und so baut man einen Motor nicht wieder zusammen. Und dann schauen wir, ob das Geräusch immer noch da ist. Ich hoffe es nicht, aber zumindest falls das Geräusch noch da ist, kann ich jetzt sagen, dass der Motor sich nicht selbst verletzen wird, weil es keine schlimme Ursache hat, wie jetzt da an dem Getriebe halt eben ersichtlich war. Also wie ihr sehen könnt, der Block ist jetzt wieder wunderbar sauber. Das glänzt in seinem gewöhnlichen Piaggio Aluminium fast chromfarbenen Guss. Weiß nicht, was sie da für ein Material verwendet haben. Wie man hier drinnen sehen kann, wir haben keine Plastik L17 Lager mehr. Ich bin schon dazu gekommen, die alten Piaggio-typischen Plastik L17 Lager rauszunehmen. Hier ist darauf zu achten, dass man die enge Kugelweite nimmt. Es gibt auch welche, die haben, glaube ich, ein Drittel weniger Kugeln, um Kosten zu sparen. Ist aber absolut der falsche Punkt, um Geld zu sparen. Da nimmt man auf jeden Fall die besseren. Nur das, was mir immer noch Kopfschmerzen bereitet, ist, ich habe immer noch keinen Fehler gefunden, wo ich sage, okay, das hat unser Geräusch verursacht. Klar, unser Stützlager knistert ein bisschen, da habe ich auch ein neues, aber es knistert nicht auf eine Art und Weise, die das Geräusch rechtfertigen würde. Eine Sache, die ich jetzt noch gefunden habe, wie ich den Motor sauber gemacht habe, wenn wir uns den Kickstarter-Mechanismus hier anschauen, fällt uns auf den ersten Blick nichts auf. Wir haben ganz normal unsere Kette und so. Allerdings, wenn wir uns jetzt die Zähne hier anschauen, dann sehen wir, dass die Zähne hier sehr stark abgebissen sind. Das ist keine Reflexion oder so, sondern hier ist wirklich die Hälfte vom Zahn weg. Und der Grund dafür ist, dass dieser ganze Korb, wo der Zahn drauf geschweißt ist, an der Schweißnaht hier unten gebrochen ist und deswegen steht der Korb schief drinnen, wie man sehen kann. Und die Kette verspaltet sich, weil sie schief hier drinnen steht und rutscht über den Korb drüber. Das hat man beim Kickstarten nicht gemerkt, also das hat noch so funktioniert. Aber ich sage mal, es ist zwei Drittel vom Weg rundherum abgebrochen und es wird nicht mehr lange halten. Jedenfalls werde ich jetzt im Blindflug mal das Getriebe wieder zusammensetzen und den Block selbst voll zusammenbauen. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, ich habe Videos dazu gemacht. Und natürlich werden wir in demselben Zug auch noch doppellippige Simmeringe einbauen, natürlich Z50 Simmeringe, hier passen keine Viergang Simmeringe drauf, weil sie den falschen Außendurchmesser haben. Hoffentlich, wenn ich eine Lösung für den Kupplungsdeckel gefunden habe, werden wir auch herausfinden, ob wir unser Geräuschproblem behoben haben oder nicht. Also ich wollte euch das mit dem Kickstarter-Mechanismus noch einmal kurz zeigen, weil ich im Internet leider keine Explosionszeichnung gefunden habe, die wirklich eindeutig darstellt, wie das funktioniert und wie man das zerlegt. Es ist ein Gewinde. Ich habe hier von diesem Stemmaufsatz, mit dem ich das übrigens auch probiert habe rauszudrehen, nachdem ich es angezündet und heiß gemacht habe, habe ich von dem Stemmaufsatz einfach den Aufsatz genommen und ein bisschen geschmälert, dass er hier reinpasst und mit einer 10er Schlüsselweite auf einer Ratsche halt eben möglichst viel Kraft, während ich mich drauf gestützt habe, auf diese Schraube drauf gegeben. Und es ist ein normales gegen den Uhrzeigersinn öffnen Gewinde. Hier unten ist eine Schraube. Der Zahnkranz hier kommt raus. Der obere Zahnkranz ist an und für sich okay. Wenn wir hier einmal drauf klopfen, dann rutscht das Ganze aus dem Simmering hier raus. Den sollte man wahrscheinlich auch ersetzen, weil der Kickstarter-Wellen-Simmering wird immer undicht. Ich sehe schon Federn, das heißt, wir müssen wieder auf was aufpassen, wenn wir das zusammenbauen. Und hier ist auch unsere komplette Kickstarter-Welle. Da gehen wir jetzt einmal die Kette runter, die steckt da eh schon richtig gut drauf. Aber ich glaube, hier sieht man jetzt relativ eindeutig das Problem, was hier schief gelaufen ist. Dieser Schweißkragen hier oben ist einfach abgebrochen und das hat komplett die Welle vernudelt. Und ja. Also ich habe jetzt einen anderen Z50 geschlachtet, um genau zu sein, den hier. Und ich bin drauf gekommen, es gibt natürlich auch hier wieder verschiedene Kickstarter-Wellen, verschiedene Positionen, je nachdem, was ihr für einen Kickstarter verbaut habt. Und dadurch, dass ich jetzt nicht noch einen Z50 zerlegen will, werde ich die Kickstarter-Welle einfach schweißen und hoffen, dass es hält. Inzwischen haben wir eh genug andere Sachen zu tun, wie zum Beispiel die Kiste mal runterzunehmen und anständig zu lackieren, weil die hat seit langem keinen frischen Lack mehr gesehen. Ich habe mich für ein unauffälliges Grau entschieden, passt, finde ich, sehr gut zum Moped, auf jeden Fall besser als das vergammelte Bundesheergrün. Die ganze Kiste natürlich zweimal gestrichen, damit sie einigermaßen wasserdicht wird, weil die Kiste wird höchstwahrscheinlich Werkzeug und vielleicht auch Kamera-Equipment transportieren. Das heißt, ich will nicht, dass beim Regen das komplette Ding einfach unter Wasser steht.
Also wie ihr sehen könnt, das ganze Ding ist wieder zusammengebaut. Ich habe es noch nicht fixiert oder irgendwas, das heißt, ich muss es mit der Hand runterdrücken, weil sonst desaxiert sich die Kette. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben den Korb hier wieder angeschweißt, einmal rundherum. Natürlich ihn vorher wieder gerade positioniert. Ich hoffe, dass es einfach ein Materialfehler war und dass es nicht wieder abbricht. Weil wenn ich mit einer Hand hier die Welle jetzt nach unten drücke, kann ich sie wieder sehr frei drehen, wie ich möchte. Und das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Keine Ersatzteile gebraucht, einfach das alte repariert und wieder eingebaut. Ich muss jetzt nur noch die große Schraube hier oben mit dem 10er Schlüssel wieder anziehen. Und dann können wir das Ding einbauen und hoffen, dass es fahren wird. Also der Deckel ist wieder oben. Ich habe die Kupplung schon eingehängt und der Deckel ist auch schon festgezogen, bis auf unsere Füllstandsschraube. Die brauchen wir natürlich noch. Und jetzt können wir hören und sehen, unser Kickstarter wieder traumhaft funktioniert. Ich meine, er hat vorher auch funktioniert, aber diese Glocke war halt eben abgebrochen von der Welle. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich die komplett gelöst hätte und dann hätte man den Motor nur mehr anrollen können. Und wer weiß, ob diese Welle gegen den Primärantrieb gefahren wäre, wenn es wirklich so sein sollte. Jedenfalls, jetzt können wir die nächsten Sachen machen. Ich habe natürlich jetzt die Simmerringe in dem Startermechanismus auch noch getauscht, weil hier unten ist noch einmal ein Simmerring drinnen, alter 30 Jahre alter einlippiger Simmerring, den haben wir rausgehaut und wir haben natürlich auch noch eine neue Vergaserdichtung und eine Fußdichtung für unseren Supermaxi-Zylinder. Also wie ihr sehen könnt, Motor ist wieder drinnen, alles ist wieder zusammengebaut, Auspuff, Vergaser, wie ihr an dem schwarzen Zylinderkopf hier sehen könnt. Ich bin sogar dazu gekommen, einen geplanten Viergang-Zylinderkopf einzubauen. Die Kiste hinten ist noch nicht drauf, weil ich die Farbe noch trocknen lassen muss. Ich will nicht, dass die auf den Sitz oder auf den Gepäckträger abfärbt. Aber ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir schauen, ob unser frisch revidierter P2M2M Motor wieder das macht, was er soll und aber immer noch so heult wie vorher. Also wie ihr hören konntet, leider, das Geräusch ist immer noch da, aber meine Sicherheit, die ich jetzt habe, ist, ich habe keine 30 Jahre alten Simmerringe mehr in meinem Motor, meine Wälzlager sind in Ordnung, meinem Getriebe geht's gut und vor allem mein Kickstarter ist nicht mehr verbogen. Also ich weiß, dass dieser Motor ziemlich sicher gewappnet ist für den Ötztaler Moped Marathon. Woher das Geräusch kommt, ich kann es euch leider nicht sagen. Die Devise vom absoluten Profi natürlich, so lange fahren, bis irgendwas kaputt wird, weil dann weiß man wenigstens, was das Geräusch verursacht hat. Um ein kleines Update noch für die restlichen Fahrzeuge zu geben, die am Ötztaler Moped Marathon teilnehmen. In dem Video zur Hausleitenrallye findet ihr das Update, was wir bei Christians Moped rückgebaut haben, dass es für den Marathon gewappnet ist. Wir haben jetzt auch noch einen Frontgepäckträger und einen hinteren Gepäckträger, um ein bisschen Werkzeug und Benzin zu transportieren, drauf gemacht. Und Peter seine Puch Maxi Classic hat auch ein paar Umbauten bekommen, um für den Marathon gewappnet zu sein. Erstens einmal die lange Sitzbank ist herunter und mit einem normalen Sitz ersetzt. Und natürlich auch einen Gepäckträger hinten drauf, sowohl einen Frontgepäckträger als auch hinten. Und was dem Moped optisch sehr schmeichelt in meinem Geschmack, Weißwandreifen, das hat dem eindeutig noch gefehlt. Und ich muss euch sagen, ich freue mich wirklich sehr auf den Ötztaler Moped Marathon. Ihr werdet natürlich auch ein Video vom Marathon selbst dann hier auf dem Kanal finden, in welcher Form, als Eventreport oder als
Mofa-Vlog oder was auch immer, weiß ich noch nicht, das werde ich auf mich zukommen lassen. Ich hoffe, dass wir keine technischen Troubles auf der Veranstaltung haben werden und ich hoffe natürlich auch wie immer bei den Veranstaltungen, dass ich ein paar von euch dort treffe zum Plaudern, zum ein bisschen herumschauen und ich wünsche natürlich wie immer viel Spaß beim selber basteln und bis zum nächsten Mal.